haben Horror besichtigt und sind hier in die Aga Khan Universität und so. Das hat Mama auch ein bisschen gefilmt, das werde ich jetzt im Nachhinein anfühlen. Das war wohl richtig toll. Aber genau, ich bin hier im Hotel geblieben, weil mit mir war echt nichts mehr anzufangen. Genau, heute bin ich immer noch so ein bisschen wackelig auf den Beinen und Bauch ist immer noch nicht so hundertprozentig da, wo er sein sollte, deswegen ja, erwartet nicht viel zu viel von mir. Wir fahren heute weiter ins Sigartal. Ich werde ein bisschen filmen, aber nicht viel. Also ich werde jetzt vielleicht die letzten Tage schnell zusammenfassen in einem Vlog, bis wir in Dushanbe sind und dann abfliegen, weil das kann ich jetzt gerade nicht leisten. Genau, deswegen, jetzt kommt ein kleiner Vlog, den meine Mutter gefilmt hat. Ich glaube, sie hat sich nicht selbst gefilmt, sondern nur die Umgebung. Aber immerhin sieht man ein bisschen was von Horok und von der Uni hier. Ist vielleicht auch mal ganz witzig. Oh, wir sind jetzt hier in der Aga Khan Universität. Und wir gucken uns jetzt mal hier so einen Raum an, der neu gestaltet worden ist für die Studenten, der gelbe Raum. Und es ist wirklich vom Feinsten hier. Total angenehm. Ich denke, die Studenten werden hier wunderbare Bedingungen haben, um hier in dieser armen Pamir-Region was zu lernen. So, und jetzt sind wir hier, wo die wissenschaftlichen Mitarbeiter arbeiten. Und auch hier muss ich sagen, also jederzeit sofort würde ich hier starten, um hier entsprechend tätig zu werden. Aber es ist halt alles noch im Bau, Aufbau. Unterrichtet wird Naturwissenschaften und Journalismus. Und das dritte habe ich jetzt schon wieder vergessen. Aber ich war erstaunt über Journalismus, muss ich gestehen. Ja, weitere Sitzmöglichkeiten, Treffpunktmöglichkeiten. Und hier ist die Bar, um mal eine Pause zu machen. Unsere Leiterin. Das hier ist für die Teachers. Wir haben extra eine Unterbringung für die, genau wie für die Studenten, die wir später noch sehen, wie auch die Bibliothek. Die Studenten sollen auf dem Campus leben, auch wenn sie mit einem lokalen Hintergrund hier leben. Mal ein Plätzchen, um sich zurückzuziehen. Sowas habe ich noch nie gesehen. Ich meine, hier sitzt man ja auch gerne mal so auf Kissen in Tadschikistan. Aber das ist wirklich offen und fantastisch für Meeting Points. Gefällt mir sehr gut und ich bin neugierig auf das nächste. Hier nochmal die Bücherei. Hier kommen 5000 Präsentbücher. Aber auch nochmal, eben halt greifen sie auf eine Datenbank von 2000 Büchereien weltweit zu. Und das Buchsystem, um das elektronisch zu verfolgen, kommt aus Deutschland. But currently we send them to Dushanbe because on 24th of August our students are coming to Dushanbe and we have to transfer them from Dushanbe tomorrow. So now all three buses are there. Yeah. And from 26th of August the classes. Und dann diese fantastische Aussicht auf die Berge. Hinten noch Möglichkeit zu sitzen, sich zu treffen, zu diskutieren.
gekladert wurde. Aber hier, da drüben ist immer noch Afghanistan. Einmal über einen Fluss rüber. Wir fahren die ganze Zeit an der Straße direkt am Wasser entlang praktisch. Das ist die natürliche Grenze zwischen Tadschikistan und Afghanistan. Es ist relativ viel Militär, also kann ich gar nicht so gut aus dem Auto rausfilmen, weil Ellen uns gesagt hat, wir sollen bitte keinen Militär filmen. Sieht eigentlich immer aus. Oben ist ein bisschen Schnee, deckt die Gipfel. Da oben auch steile Bergwehr. Und immer wieder ein bisschen Oase. Und Wasser. Also staubtrocken. Überall, wo kein Wasser ist. Und das ist paradiesisch. Der Ritt hierher war höllisch und jetzt ist es paradiesisch. Oder Mama? Gegen Tiere. Ja. Wir sind hier auf einer Obstanlage, wir haben hier Honig und so. Und es ist wirklich, wirklich schön. Knallheiß. Bestimmt knapp 30 Grad wieder, ne? Ja, bestimmt. Und wir werden jetzt hier durch die Obsthaine geführt. Wir können uns das mal angucken, mal probieren. Mal gucken, wie es uns so gefällt. Genau, wir sind gestern fast 10 Stunden gefahren. Das war wirklich schön. Hier gibt es Granatäpfelbäume. Aber unten waren sie auch röter, fand ich, ne? Ja, jetzt hat sie auch wirklich Äpfel halt. Das habe ich auch noch nicht frei, also wild gesehen. Da unten waren sie ja auch schon rot. Feigenbäume, gab Äpfelbäume, Nussbäume, alles Mögliche. Das ist hier wieder die gleiche Organisation, mit der wir auch schon die Jagdtour gemacht haben. Die machen hier Honig und man kann hier auch wieder Wildbeobachtung machen. Matze ist auch in die Berge heute Morgen und hat sich Schraubenziegen angeguckt. Hoffentlich und vielleicht sogar einen Bären. Ist noch nicht wieder da. Ich nachher mal berichten. Genau, hier ist Äpfel. Echt total schön. Genau, ich versuche wieder, deren Website ist bisher noch nicht online. Vielleicht ist sie online, wenn ich das hier hochstelle. Dann werde ich sie verlinken. Weil das ist echt cool. Auch wenn es ein bisschen schwierig ist, hierher zu kommen. Ja, Wasser haben sie auch jede Menge. Richtig schön kalt das. Mitten in den Bergen. Schön. Gar kein Training. Aber das sag ich immer. So schaut ihr. Ich informiere an die Kirche bei Kassel, weil Pack, Mada, Rezac, Jirva. Ja, Jabloki, ja, Krischi. Und der Blick ist eigentlich das Krasseste. Hoffentlich sieht man es ein bisschen. Echt, mitten in den Bergen. Und dann gibt es hier diese kleine Oase. Und da hinten, ich weiß nicht, ob man es sieht, da sind die Bienenvölker. Husten wir da? Also haben die immer verschiedene Sorten hier, ja? Das ist ganz
interessant hier, weil die haben wirklich eigentlich eine gute Grundlagen irgendwie, also tolle Lage, viel Sonne, Wasser, aber dann nicht genug Fachwissen. Wir haben meine Mama dabei und Ellen, die beide Agrarwissenschaftlerin sind, und man sieht so ein bisschen, dass die Bäume zum Beispiel nicht richtig zugeschnitten werden oder so. Ne? Also die sind, ich meine, hier vielleicht ein bisschen, wenn man da das ein, zwei Mal gemacht hat, 1000 kleine Zweige, die klauen natürlich total Energie. Und dann gibt es nur so ein paar mit Äpfeln und so. Die anderen bilden gar keine aus. Deswegen sind die jetzt am unterhalten sich darüber, was man hier alles machen müsste, damit es super wird. Ja, Mama, was müsste man alles machen, damit es super wird? Das kann ich gar nicht sagen. Ich bin kein Spezialist, aber der Standort ist perfekt. Ja. Und die haben so gute Voraussetzungen, wirklich toll, was Tolles hinzukriegen. Es fehlt ihnen einfach jemand, der sie an die Hand nimmt und ihnen ein paar Tipps gibt. Und das würde reichen. Und das wäre hier super. Und das ist schon schade, dass das nicht so bekannt ist, dass man sich einfach Wissen auch holt, um das hier besser hinzukriegen. Mhm. Also die Vielfalt ist ja beeindruckend. Na, die Vielfalt ist unglaublich. Ja. Innerhalb von so kurzer Zeit hatten wir jetzt alles Mögliche hier. Ja, das stimmt auch. Das haben wir bei uns nie. Bei uns hast du dann so Hektar Äpfel oder was? Ja. Obwohl, wir sind ja auch ordentlich gefahren. Ich meinte jetzt in Deutschland. Ja, das stimmt. Das ist ja sehr spezialisiert. Ja. Ja, wir können mal ein bisschen loslegen hier, ne? Ja, wir haben schon gesagt, Papa, wenn du das hier siehst, dich müssten doch die Finger jucken. Wir müssten doch die Finger jucken, dass du hier deine Schere rausholst, ein bisschen was rausholst hier aus den Bäumen. Ja. Damit die hier ein paar mehr Äpfel, ein paar weniger Blätter haben. Alles raus. Ich kann alles raus, ja. Genau, und dann hatten sie noch ein Problem mit so einem bakteriellen Befall oder Krankheit oder was auch immer. Und dann haben und dann einfach stehen lassen und so. Also. Und dann eher mit diesen Westen. Genau. Das ist ja auch diese Hormonfallen, weiß ich was. Oder Ausräuchern oder sowas Traditionelles könnten sie ja hier auch machen eigentlich, keine oder? Keine Ahnung, aber es gibt ja jede Menge jetzt gerade gegen Wespen und so von Neuberger. Gibt es ja gerade, Neudorf heißt es, ne? Diese, keine Ahnung. Ja, Biofallen. Ach so, die dann gar kein Gift sind, sondern die nur anlocken. Halt nur anlocken und dem einfangen. Moment, wo sie eben halt, weiß ich, Weibchen suchen, weiß ich was, bla. Und dadurch falsche Signale setzen. Naja, genau. Aber das hatten wir öfter hier irgendwie, ne? Viel Potenzial, aber dann nicht so richtig zu Ende gedacht. Ja, das ist ja einfach, das Geld fehlt. Das sind so viele Baustellen und ich denke, es ist auch wirklich schwierig. Man muss erstmal irgendwo anfangen auch. Auch das Wissen zu verbreiten hier, weil eben halt Strecken so lang sind und so einsam hier ist auch, ne? Stimmt. Dann haben wir ja gesehen, wie lange es gedauert hat, von A nach B zu kommen. Ne? Und ich denke, man lässt sich auch nicht gerne von Ausländern immer was sagen. Also ich, das habe ich auch so. Ja, ich habe auch keinen Bock drauf, da kommen wir jetzt für einen Tag vorbei und dann erzählen wir denen, wie wir es zu tun haben. Ja, ja. Da sagte ja Geber, es gibt ja Seniorpartner in Kirgisien, ne? So. Stimmt. So würde man es halt eher an. Ja. Naja, genau. Aber erstmal genießen wir den Ausblick, denn der ist genial. Und das Wetter. Ja. Yeah. Wieder ein bisschen aufheizen. Ja. Yeah. Das tut ganz gut. Sommer. Nach der ganzen Kälte können wir jetzt einmal schwitzen. Und dann geht es morgen nämlich schon weiter nach Dushanbe. Kannst du mal schauen. Ja. Auch wieder ein Stück. Und dann schon wieder vorbei. Ja, tja. Naja, was? Naja. Und wir haben gerade frische Feigen geerntet. Die sind mini, aber super süß. Super lecker. Und das ist natürlich immer cool, ne? Feigen direkt vom Baum hat man nicht so oft. Richtig lecker. Und es ist auch noch so schön warm von der Sonne. Genial. Meine, ich glaube, Feigen sind mein Lieblingsobst. Aber die kriegt man in Deutschland ja immer nur so meh. Deswegen, wenn man sie dann mal frisch und sonnengereift kriegt, dann muss man zuschlagen. Und jetzt gibt es hier sogar noch einen Wasserfall.
Also paradiesischer wird es, glaube ich, kaum. Können wir schön sitzen. Das ist echt total nett. Und man kann die Füße ins Wasser machen. Ist arschkalt, aber es tut gut. Nach der ganzen Hitze. Ah, ich habe mal wieder Shorts an übrigens. Das erste Mal seit 3 Wochen, glaube ich. 2 Wochen. Weil hier sind sie ein bisschen offener, auch wenn die Taliban auf der anderen Seite sind. Nochmal ein Stück von der Straße abgefahren. Also, da ist die Straße. Mit 2 Geigen. Um zu gucken, ob wir ein paar Schrauben ziehen. Ich weiß nicht, ob man das auf dieser Kamera sehen kann, aber da oben 3 Stück. Wenn ich mit einer anderen gerade nicht mehr filmen, weil das irgendwie mit der Speicher gerade nicht funktioniert. Wir sind noch ein Stück weiter gelaufen und hier sind noch mal ein paar Bienenvölker da unten. Und der Honig hier ist echt richtig gut. Wir müssen mal gucken, ob wir welche mitnehmen können. Hallo zusammen, es ist jetzt Mittwochabend, der 26. Und wir sind heute noch den Abend über im Cigartal gewesen. Haben noch ein paar Zickchen gesehen. Leider ist vorhin der Akku von meiner Kamera ausgegangen, deswegen konnte ich nicht super viel mehr filmen, aber das hat man eh nicht so gut gesehen. So super ist der Zoom leider nicht an meiner Kamera. Die waren dann noch ein bisschen weiter weg. Genau, wir haben hier die Feigen genossen und das gute Wetter war schön warm. Eben lagen wir noch ganz lange draußen auf der Matte und haben uns den Sternenhimmel angeguckt. Auch das lässt sich schlecht filmen, deswegen haben wir gelassen. Haben noch ein bisschen Wodka getrunken und uns ein paar Geschichten erzählt. Das war total nett. Wir haben hier irgendwie so einen Ost-West-Schnitt in der Gruppe. Dann haben wir noch so ein paar Geschichten gehört aus dem Osten früher. Das war ganz witzig. Morgen geht's früh weiter. Wir fahren morgen das ganze Stück bis Dushanbe. Das sind nochmal über 300 Kilometer. Über 300 Kilometer. Und dann sind wir nach Hauptstadt. Und das ist das letzte Stück der Reise. Genau. Müssen wir mal gucken, wie wir vorankommen. Die Straße ganz gut ist oder nicht so gut. Schauen wir mal. Genau. Deswegen werde ich morgen noch ein bisschen filmen. Und dann übermorgen, vor allem Freitag, dann sind wir den Tag über in der Stadt. Und dann nachts fliegen wir zurück nach Deutschland. Genau. Sind jetzt auch alle so ein bisschen erschöpft. So allgemein in der Gruppe habe ich das Gefühl, alle sind so ein bisschen müde und so. Waren jetzt doch ganz schön viele Eindrücke in den letzten Tagen. Deswegen. Genau. Aber es ist trotzdem schade. Ja, viel Spaß. Aber ich freue mich jetzt noch, dass es weitergeht mit Dushanbe. Das wird bestimmt auch spannend. Nochmal eine Großstadt. Oder die Großstadt in Tadschikistan. Sich anzugucken und diesmal auch eine Stadt zu machen, bei der ich nicht völlig flach liege. Das finde ich auch gar nicht schlecht. Genau, deswegen. Morgen geht's weiter. Und dann schätze ich, ist das jetzt hier das Ende dieses Vlogs und dann geht's morgen weiter mit den letzten Tagen in einer Zusammenfassung. Genau, bis dann.